Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City War Nation mit dem guten Mystery M1000. Hell yeah. Oh yeah. Nee, hallo, willkommen zurück. Nee, hallo. Hallo, willkommen. Hallo. Ich gehe mal kurz schlafen. Du auch? Ich gehe mal lang schlafen. Okay, aber in Minecraft habe ich das Gefühl, da können wir nie lange schlafen. Das sind immer so kurze Nächte. Es sind Monster in der Nähe. Oh. Warum sind die Monster in der Nähe? Oh, da steht ein Creeper vorm Fenster. Hallo, Mr. Creeper Man. Würde eventuell daran liegen, ne? So. Hallo. 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 Er guckt mich durchs Fenster an. Ganz entsetzt. Oh mein Gott. Ich werde ihn töten. Den Creeper Man. Nein. Das ist noch ein Skelett bei dir. Pass auf, das ist ein Skelett bei dir, ne? Ja. I know this. I know this skeleton. Ja, ja. Okay. I can see you, Mr. Skeleton. Ja, ich bin, nein, das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge, ja? Das Skelett ist eine Lüge. The cake is a lie, das Skeleton ist a lie. Okay, ich lieg. Okay. Das, guck, so, diese Nächte, die sind so kurz. Ey, wirklich. Alter. Alter. So. Alter. Hyper. Alter, machen wir Hyper. Oder? Finde ich gut, finde ich eine gute Idee. Doch, eigentlich schon. Okay, gut. Finde ich nice. Okay. Muss ich sagen, gebe ich eine 1 plus drauf. Was? 1 ja. Plus? Ja. Wollen Sie mich verarschen? 1 plus minus 2 gebe ich da drauf. Bin ich gleich entsetzt. Ja. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, in dieser Situation. Achso, naja, das ist nicht so schlimm. Okay. Ich werde jetzt mal meine Schwert her verzaubern. Okay. Tunnel wie auf Ter, also Mehrzahl. Ach ja, und wer es für letzte Folge nicht mitbekommen hat, wir haben etwas gemacht, also beziehungsweise Chris und ich habe es dann zu Ende geführt. Und zwar haben wir das Pferd Chestnut entführt von Bogon. es ist zu uns gelaufen quasi und wir haben es dann nur als Geisel genommen. Also entführt ist das falsche Wort, wir haben es als Geisel genommen. Mal gucken, was daraus wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht, diese Geschichte. Ja, das wäre mal interessant zu wissen. Bin wirklich gespannt drauf. Aber ist das wirklich eine Entführung oder war es alles von der Kuh geplant? War es alles geplant? War diese Kuh, oder war dieses Pferd, beziehungsweise muss man ja so rumfangen, war dieses Pferd vielleicht in Wahrheit gar kein Pferd, sondern eine Kuh, getarnt als Pferd? Ja. War es nur dazu da, um Bogon und seine Leute auszuspionieren, die Kampftaktiken herauszufinden, nur um es dann uns am Ende zu sagen und zu uns zu laufen, zu Charlie? Es ist ein Traitor-Pferd. Das ist einfach ein Traitor-Pferd. Und seine Mutter war ein Paarungsschwein. Stimmt. Jetzt ergibt alles einen Sinn, weißt du? Wow. Alles einfach. Alles wow. Auf der Welt ergibt jetzt einen Sinn. Mein Leben ergibt einen Sinn, Kollege. Mein Leben. Okay, wir labern auch nur Scheiße, oder? Ein wenig. So. Vertretbare Scheiße. Ja, doch. Also. Warum stecken sich verdammte Tränke eigentlich nicht? Ja, das habe ich mir auch schon öfters mal gewünscht, dass die sich stecken würden. Aber glaub mir, dieser Wunsch, der wird dir immer... Sie tun es einfach nicht. Was geht? Das geht einfach nicht. Nicht wegmachen. Kacke. So, ich würde sagen, ich mache jetzt das, was ich in der letzten Folge schon vorhatte. Und zwar baue ich gleich mal die Schlucht zu. Ah ja, stimmt, das wolltest du ja machen, hast du es noch nicht gemacht, ne? Das habe ich total nicht gemacht. Okay. So, dann kommen wir hier, machen wir dann Treppen in irgendwelche. Dann kommt hier Fenster rein. Ich möchte die ganze Zeit an Dings denken hier. Peter Maffray. Peter Maffray? Geht einfach nicht. Obwohl der nie ein Lied dieser Art gesungen hat. Wahrscheinlich hat sich eher angehört wie bei Herbert Grönemeyer, aber. Ja, genau, die meine ich doch. Mann! Sind das nicht die gleichen? Sind das nicht Zwillinge oder so? Nein, nicht wirklich. Doch, im Herzen sind sie Zwillinge. Im Herzen, aber oh, wenn du das denen mal persönlich sagen würdest, ich glaube, dann rasten die aus. Dann freuen die sich richtig, dass jemand ihr Geheimnis gelöst hat und dann schenken sie mir 1 Million Euro. Was? 1 Million? Kriegst du Milliardär, was ab? Weil du bist ja momentan Millionär, aber wenn sie dir diese 1 Million geben, weißt du, dann werde ich zum Milliardär. Ja, das wissen die wenigsten noch nicht, aber er ist ja so ein reicher Typ, der Chris. Ja, ich bin ein reicher Boy auf jeden Fall. Ja.
Das wissen die wenigsten von euch gar nicht, aber der wohnt in so einem richtig gebunzten Haus. Die wenigsten von euch wissen das. Gar nicht. Gar keiner eigentlich, aber hey. So, wenn ich jetzt hier ein Glas mache, das sieht super blöd von innen aus, ne? Ich mach's einfach. Was ich dich mal von den anderen Städtern fragen sollte, genau. Wird der Server irgendwann geupdatet auf 1.8? Das ist eine gute Frage. An sich könnten wir es machen, ja? Also ich habe schon letztens drüber nachgedacht. Und drüber nachgedacht. Ich muss es einfach mal ausprobieren. Ich kann es eigentlich auch mal heute ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht würde er auf 1.8 geupdatet werden. Das wäre auf jeden Fall nice. Sehr nice. Da sind ein paar coole Sachen dazugekommen, finde ich. Ja, deswegen, also wer weiß, vielleicht kriegt CityWorld demnächst ein kleines Update und wir spielen auf der 1.8. Und was ich auf jeden Fall schon mal ankündigen kann, dass CityWorld, das, also das dritte Teil von CityWorld, wir spielen ja gerade im zweiten Teil, ne? Ja. Für die Leute, die es nicht so wissen. Der dritte Teil wird in einem Modpack stattfinden, der dritte CityWorld. Boah, sag mir bitte Hexit. Oder irgendein anderes, ist mir egal. Es wird ein eigener City War Modpack sein. Also es wird das City War Modpack sein. Nice. Ja, also das wird sehr cool. Ihr werdet da viele Sachen drin finden, die ihr mögt, die wir mögen. Und es wird dann super interessant werden. Da freue ich mich richtig drauf. Wird es ein Fred geben? Wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wenn es ein Fred geben wird, wie lange es Fred geben wird. Weißt du, was ich meine? Weil wer weiß auch nie, wie in dem Nigitron wieder teilen, nicht lange. Wenn Nigitron drin ist, dann... Ja, kann ich halt nichts versprechen für Fred, weißt du? Ja. Da gibt's getöteten Fred. Getöteten Fred einfach. Bist du auf der Hauptspeisekarte einfach so, oh ja, frittierten Fred, gebraten. Frittierter Fred, oh, wie fies. Ja, Leute. Und, wer weiß, vielleicht gibt es auch. Ah ja, was es in diesem Restaurant nicht geben wird, dafür werde ich sorgen, auch im dritten Teil. Es wird kein verdammtes Rumpsteak geben. Oder vielleicht doch. Nein. Also wenn es Rumsteak gibt, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Ohne Spaß. Was ist mit Kobe? Kobe Steak? Hm? Kobe Steak? Wird's das geben? Was? Weißt du nicht, von welchem Tier Kobe Steak ist, aber. Kobe Steak. Komm schon, ja, Kobe Steak. Das ist auch vom Rind. Echt jetzt? Das ist auch vom Rind. Alle leckeren Sachen sind vom Rind. Aber Rind ist ja keine Kuh, ne? Ist ja Rind. Nein. Das ist allgemein. Nein. Verdammt. Verwirrungsplan fehlgeschlagen. Oder? Du versuchst gerade die Sicherheitslücken zu nutzen. Ja. Ja, ja. Genau. Ich merk schon. Nein, Chris, so dazu wird es nicht kommen. Nein. Ach man du. Was baue ich denn gerade hier für komisches Zeug? Hauptsache es gibt Chicken Wings. Ob es da noch Chicken gibt, ich weiß es nicht. Ich meine, so wie die Menschen also momentan... Also wenn es keine Chicken Wings gibt, dann musst du auf jeden Fall Alberto aus der Liste rausstreichen. Ah, stimmt, Alberto wollte ja mitmachen, aber... Ah ja, genau, der hat uns ja gefragt, ob er mitmachen darf. Du hast gesagt, hey, cooles Projekt und so, ja. Würde ich gerne mitmachen. Aber er wollte dafür Chicken Wings. Und da haben wir halt erst so in der Gruppe gesagt, so, hey Leute, Alberto wollte mitmachen, aber... Dann hat er gesagt, er ist so, ja cool, lass den Laden ein und so, und dann hieß es so... Ja, er hat halt eine Bedingung, ne? Er will Chicken Wings im Projekt haben. Und dann hat's halt Stormy sich aufgeregt, Niki hat sich aufgeregt und... Ich meine, die waren schon länger im Projekt und da wollte ich denen das jetzt halt irgendwie versauen. Ja, das wäre auch unfair, ne? Ja, deswegen habe ich schon dazu entschlossen. Vielleicht beim nächsten Mal so. Ja, vielleicht hat er ja Glück beim nächsten Mal, mal schauen. Ja. Also Gronkh hatte ja auch schon mal angefragt, aber der... Der war halt auch gegen Chicken gewesen und dann war er halt nicht sicher gewesen. Ich meine, er ist uns auch noch ein bisschen zu klein, so mit fast 12. Ein bisschen zu jung für das Projekt. Er ist ein bisschen zu jung, erst nur das. Und am Abonnenten geht's uns ja nicht, ne? Aber er ist zu jung gewesen. Das ist das Problem. Und er hat zu wenig Abonnenten, sagen wir es einfach so. Genau. Es ist so Leute wie Bogan, ne? Die mit City War angefangen haben, ne? Die haben also so Leute wollen wir ja in unserem Projekt haben, aber so. So ein paar Millionen Abonnenten, das ist echt zu wenig. Das kann man nicht verantworten. Ja, jetzt wisst ihr es mal. Für alle, die gefragt haben, warum sind die eigentlich nicht dabei, jetzt habt ihr eine Antwort. Genau. Sarazar hat auch ganz panisch nachgefragt, aber da dachten wir, das ist halt Sarazar, ne? Sehr wild. Das ist einfach. Das ist halt auch nur die zweite Geige. Genau. Und wir wollen ja keine zweiten Geigen bei uns dabei haben.
Obwohl, ich muss sagen, ich gucke momentan, also ich gucke ab und zu Sarahs, aber Gronkh gucke ich eher gar nicht. Also ich gucke mehr Sarahs als Gronkh, würde ich sagen. Gronkh gucke ich seit letztem gar nicht mehr, also weil die Videos mir auch einfach zu lang sind, da habe ich keine Zeit für. Gucke ich mir die 8-Minuten-Videos lieber von PewDiePie an. PewDiePie. Und, Sarahs habe ich noch nie geguckt. Oh. Ich traue, weil jetzt kennst du diesen Moment, du weißt, er guckt so zu und dann läuft dann einfach so eine Träne an, das heißt, weil er diese traurige Musik so. Was? Also nie mich geschaut. Ja, Sarata ist auch enttäuscht, weil er ist ein großer Fan von mir, das wissen die wenigsten. Ja, das aber, wissen sie wenig, ne? Ja. Das wissen schon fast zu wenig, würde ich sagen. Ja. Das wissen die wenigsten nicht. Genau. So, und, Ja, mal. Jetzt kann er, pack aus. Was denn? Also ja, ich habe jetzt nicht vor, hier irgendwas auszupacken mit dem Projekt, ja? Also so eine Schweinereien, die lassen wir hier. Oh Mann. Okay. So, dann tue ich das da hinten mal weg. Bin ich auch weg. Ich glaube, ich komme sehr gut vorankommen. Was? Die Klippe ist fast zu, also besteht wenig Gefahr. Würdest du hier nicht meinen schönen, wunderschönen Schornstein ausbessern? Ja, würde ich machen, aber ich... Der ist wirklich wunderschön. Also ich muss noch die Mauer komplett betonen, fertig bauen. Wunderschön. Ja. Ja, und irgendwie auch nicht überdimensional groß für einen Schornstein. Nein, gar nicht. Das Haus ist überdimensional klein, ja? Genau. Aber ist ja nicht so, als ob ich es gebaut hätte. Also der es gebaut hat, der sollte sich eigentlich mal schämen. Ja, vor allem, du hast das Haus, finde ich, ganz schön gebaut, weißt du, aber es passt einfach null, dieser Schornstein passt eigentlich einfach null zum Konzept. Ja, ich weiß. Ich habe mir auch mal noch mal einen richtigen Schornstein angeguckt, also wie man den besser bauen kann. Ja. Und habe einfach die Motivation verloren. Ich bin so reingegangen ins Haus, dachte mir so, also ich habe das Bild im Kopf, wie ein richtiger Schornstein aussieht und, ach nee, scheiß drauf. Scheiß drauf. Okay. Wollen wir kurz schlafen? Ja. Oh, ich bin richtig geil weit gekommen mit meinem Haus, also vorne zumindest die Fassade, die steht. Richtig geil, ja. Richtig geil. Nein, wirklich, ich bin richtig froh gerade darüber. Weil in meinem Haus war die ganze Zeit sowas. Ich habe mir gedacht, ich wollte noch die Burgmauer fertig bauen, weißt du, und die Magiertürme wollte ich bauen. Aber ich wollte das jetzt nicht machen, bevor ich mein Haus fertig habe. Das bringt nichts, wenn ich 5 Baustellen habe. Ja. Nichts habe ich mir gedacht. Bett mitnehmen. Oh. Ich habe hier im Moment nur eine. Ja, ich glaube nur eine Baustelle. Und das ist meine Gruft. Und die ist seit Anfang des Projekts meine Baustelle. Oh. Ungefähr. Creeper Man! Bitte geh weg! Ah, okay. Es explodiert, aber nichts mit in den Zug genommen. Immerhin. Ja, ein sehr netter Creeper Man. So, hier baue ich jetzt mal mein Bett hin. So. Hier wird jetzt mein endgültiges Schlafzimmer hinkommen. Fein, aber fein. So, dann wird hier noch ein Ausguckloch hinkommen. Ja. Zack. Ich sehe dich. Mich? Ja. Das kann gar nicht sein. Zumindest dein Namen. Das. Okay. Richtig verstört. Also. Was? Nein, nicht du schon wieder. Ja. Nee, ich bin gerade in der Mauer, deswegen. Okay. Wollte ich dich. Okay, ich dachte schon, ich muss mir Sorgen machen. Nö, alles gut. Okay, cool. Wir bleiben cool, ja? Okay. Ja, wir bleiben cool. So, dann muss hier leider das hin. Da hinten habe ich noch nicht so viel nachgedacht, wie ich das Haus hinten baue. Deswegen sieht es jetzt auch so aus, wie es aussieht. Hat er nicht nachgedacht, der kleine Mystery. Hat er nicht nachgedacht. Nein. Sag mal, wie findest du mein Haus von außen? Kannst du es dir bestimmt mal angucken über Optifine oder so? Ich bin gerade outside the wall, quasi. Ach so, okay. Dann ist natürlich kritisch. Ne? Also dann ist quasi jetzt im Norden. Beziehungsweise bei uns in Deutschland im Osten. Oh Mann. Bei Game of Thrones wäre es jetzt im Norden. So, und hier kann ich das ja noch richtig bauen, rein theoretisch, bis dahin. Ja, also richtig bauen ist jetzt auch... Braucht man nicht. Ist jetzt auch zu spät, ne? Ja, ist jetzt auch... also ich glaube, dafür ist das Projekt jetzt auch schon zu weit. Genau. Fortgeschritten. Klar. Wir müssen eigentlich die Quests beendet werden. Diesen Freitag, obwohl, aber das darf man ja keinem verraten, sonst die Leute das ja aus. Das Quest-Auslosungsvideo wird es erst am Mittwoch geben. What? Also quasi in 8 Tagen erst. Ja. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also ist jetzt schon ein bisschen so.
weiterhin, aber darfst du keinem verraten, okay? Okay, das wird niemals jemand erfahren. Aber offiziell, oder es hört bestimmt jetzt gerade keiner dieses Leute klopfen. nein, ich hab's jetzt auch nicht gehört. Okay, gut. Aber so an sich, ne? Ist halt jetzt Freitag, 24 Uhr wieder. Und wir müssen nur noch eine Quest erledigen, ne? Welche ist denn das? Machen wir in der nächsten Folge. Wir müssen an verschiedenen Stellen der Burgmauer müssen wir irgendwie innen oder aneinander Waffen platzieren, so weißt du? Ich hätte ja insgeheim gehofft, dass Tim sich darum kümmert, weil der hier ja unser Burgmann ist. Ja. Aber hat er nicht gemacht. Der alte Schlawiner. Hat er nicht gemacht, ja. Der Schlawiner. Schlawinski. Nenne ich ihn manchmal. Ganz in deiner zärtlich Freizeit, ne? Und liebevoll. Du Schlawinski, Tim. Oh, ja. Kleiner Schlawinski. Oh. In deiner Freizeit. Okay. Gut. Außenfassade steht vom Haus. Perfekt, ich bin glücklich. So, und ich bin mal gespannt, ob wir schon in der nächsten Folge nicht, weil wir nehmen ja noch mindestens eine auf, oder? Ja, eine geht noch, würde ich sagen. Ne? Ja, mal gucken, vielleicht sehen wir, kriegen wir schon in der übernächsten Folge eine Rückmeldung wegen dem Pferd von Vogon. Würde mich ja interessieren, was er dazu sagt. Er freut sich bestimmt drüber. Ja, dass es in Sicherheit ist. Er war ja ziemlich verzweifelt, als er es verloren hatte. Ja? Deswegen. Ja, er hatte da ein bisschen Tränen in die Augen, habe ich über seine nicht vorhandene Facecam gesehen. Genau. Okay, weil ich bin froh. Mein Haus hat eine Fassade. Ja. Mein Haus hat eine Fassade, ne? Statt Information, ne? Du machst mal gerade ein geiles Thumbnail irgendwie. Ja, so. Okay, cool. Habe ich schon mal ein Thumbnail für die Folge? Die erste Folge kannst du ja mit dem weggelaufenen Pferd thumbnailieren. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Kann ich dir noch mal einen Nachhinein machen? Voll spannend, so jetzt seht ihr mal live und in Farbe, wie wir Dinge. Ja? Thumbnails machen. Thumbnails machen. Du machst gerade irgendwas, du machst Thumbnails, stimmt. Ich hab's vergessen. Wer macht da irgendwie? Ja, doch. Naja, ab und zu, aber selten. Ja. Also ja, Thumbnails schon, aber kleine Screenshots. Ja, ja klar, ja. Ich war gerade ein bisschen Brain AFK. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Kommt bei mir selten vor, aber ein bisschen. Oh Mann, ich muss mir jetzt noch ein bisschen mehr Gedanken machen über die Außenfassade, wie ich das mache. Irgendwie so schön aus. Gut, wollen wir jetzt noch. Wie lange geht denn die Folge schon? Die geht jetzt 17 Minuten. Oh, okay. Also, wir sind hier noch nicht, mein Freund hier, ja, wir haben ein bisschen Zeit. Ne? Okay, oh, jetzt fangen die an zu saugen bei mir zu Hause. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Man hört es. Also, ich höre es kaum. Okay, gut, immerhin. Bitte, wenn dir gleich mal zu meiner Mutter rein. Saugen! Los! Oh ja. Jetzt wird gesaugt! Dann nicht wohl, wenn ich gleich kurz mal weg bin vom Ton her, ganz kurz, um mich zu muten und zu sagen: Nein, verdammt, ich nehme auf. Verdammte Scheiße, was soll das, Mutter? Habe ich dich nicht ordentlich erzogen? Genau, ich erziehe übrigens meine Mutter. Also, so mache ich das nur zu Hause, also. Okay. Eltern muss man erziehen. Anders ja, geht's sonst, gar nicht. Ja, die werden aufmüpfig sonst. Sie glauben, sie könnten sich was erlauben, aber das muss man ihnen ganz schnell austreiben. Ja. Nee, das ist ein großes Problem auf jeden Fall. Ja. Ich suche den ganzen Tag was. Ich glaube, ich habe eine Quest 2 noch bei mir. Kennst du das? Du denkst so, okay, das hole ich mir jetzt. Das will ich jetzt bauen. Und dann bist du schon an der Truhe und denkst so, was wollte ich jetzt eigentlich? Ja, in der letzten Folge, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Ich stand an meiner Endertruhe und dachte mir, ja, was, ja. Was wollte ich jetzt? Ich wollte was machen. Weiß nicht mehr. Mich ist wirklich gerade so geistert. Was wollte ich? Ein wenig Brain AFK. Doch, ich glaube, es kommt gerade wieder. Ich wollte irgendwas mit anderen Holz machen. Es kommt, warte, es kommt der Gedanke. Okay. Oh, und wenn wir eins bedacht hätten, könnten wir auch optisch ein bisschen geilere Sachen noch machen, ne? Inwiefern? Es gibt dann zum Beispiel alle verschiedenen, an jedem Holz kannst du eine andere Türfarbe machen. Zum Beispiel. Okay, das ist nice. Und die sehen auch anders aus, die Türen, also die haben alle ein anderes Muster. Aber ich habe ja Texture Pack. Ne? Ja, die sind ja dafür auch angepasst, an die Texture Packs. An die Texture Packs. Texture Packs sind drauf angepasst. Texture Packs wird übrigens jetzt neuerdings mit X geschrieben, ja? Nur, dass ihr das Packs, wisst. Ja, das müsst ihr wissen. Ja, das ist jetzt Minecraft-Grundwissen. Ich komme in der Schule bei
Dr. Mystery und Professor Tobi. Ja, ich habe einen Doktortitel, ja. Alle, die nicht an mich geklaut haben, ich habe einen Doktortitel. Die kann man sich sogar kaufen. Also ja. Jetzt auch legal kann man sich... ich habe sowas nicht nötig. Ja, also ja, alle, die es nicht wissen, der gute Mystery hat einen echten Doktortitel. Ja, ja, also jetzt wisst ihr es. Ja. Danke. Du bitte. Was für ein Doktor bist du nochmal? Ich bin Doktor in Psychologie. Ah ja, genau, das, ja. Wir könnten vielleicht wissen, an den Q-Videos ist ja schon so, hat sehr viel mit Psychologie zu tun, ja, mit genau, Ängsten spielen und so. Psychische Tricks, ja, genau. Boah, Chris, ich habe letztens einen Kommentar bekommen von jemand, der hat so geschrieben, dass ich den Leuten doch aus den anderen Städten, aus Wolfsdorf, so viel Angst mache und dass die Angst haben, wenn ich auf den Server komme und so. Und, stimmt ja aber auch. Er versucht sich gerade über die Kommentare so ein bisschen psychologisch, also nicht psychisch, sondern psychologisch aufzubauen, hat er gemeint. Ich habe mir auch so, okay. Mach den Leute nicht rein. Okay, was ist los? Aber wo ich Stormys Feuer gesehen habe, er gleich. Oh, mich ist auf dem Server! Schnell ausrüsten! Herzinfarkt. Ja. Vielleicht diese Herzmusik. Ja. Vor allem die Musik, weißt du, hast du jeden anderen. Ja, dieses Spuckern da. Spuckern eines Herzens. Macht sich aber anders an. Ja. Ich weiß das, weil ich im Gesundheitswesen arbeite. Ah. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Ich wollte mir Wolle holen, aber ich habe keine ganze Wolle in meinem Inventar. Ganze Wolle, jetzt auch in ihrem Inventar. Danke, verarsch mich noch ein bisschen. Okay, wenn es noch ein bisschen sein soll, dann... Gönn dir mal, komm, punch dir, ja. Hause raus. Und dafür tötest du mich der nächste Folge. Hä? Was, wer sagt denn nächste Folge? Ich bin doch jetzt schon zu dir. Ah, schnell trägt der Unsichtbarkeit. Du weißt, wenn ich meinem eigenen nicht dir gemacht habe, versteckst du dich dann von mir. Ja. Ey, es wäre so geil, wenn du mich jetzt wirklich töten würdest. Also ich meine, mach's nicht, aber es wäre cool. Das wäre das geil, also. War das gerade eine Einladung, dass ich zu dir kommen soll? Nein. Wie jetzt? Aber es wäre cool. So einfach, ja, ich hab doch gesagt, ich töte dich so. Nein, ich bin ja kein beliebigen Spieler. Reißt du jetzt mal den Kamin hier ab, was soll denn das? Also, du bist ja auch faul, ne? Hey, ich bin ja schon da, schreib mich nicht so an, aber ich will eigentlich irgendwas anderes. In der letzten Folge habe ich ja das gemerkt, du bist sehr, sehr faul geworden. Also ich muss mal auch mal wieder richtig erziehen. Erziehungsschelle, Hashtag. Was, komm jetzt, du willst echt Streit, oder? Komm her. Ich hab deinen Namen gerade. Ich hab Eisenschwert, ich hab ein verzaubertes Eisenschwert. Ich auch, wir haben so viel gemeinsam. Ja, wir sind die Brüder. Ich kann auch gleich mein richtiges Equip rausholen, ne? Dann bist du lernen, bist du langsam, Kollege. Dann, hat sich das auch erledigt. Hey, wo bist du? Ich hab dich gerade eben noch gesehen. Oder unsichtbar. Chris. Ich hab den Namen gesehen. Chris, wo bist du? Komm schon, ich weiß, dass du hier bist. Kannst du nicht einfach verstecken nach so einer Aktion? Das weißt du gar nicht. Mach die Tür zu und dann siehst du mich nicht. Oh, Spoiler. Nein. Dann bist du unsichtbar. Bist du wirklich, sag mal, bist du unsichtbar? Nein, um Gottes Willen. Okay, nein, besser so. So kann ich dich besser finden und töten. Ach, weißt du. Ja. Und ich weiß, wo bist du? Ah, da bist du. Hier bin ich doch. Hallo. Hinter dir! Hinter dir! Versuche dich zu retten! Also, renn aufeinander los. Er greift mich an, ich versuche ihn komm, zu retten. Chris, gönn dir, komm. Nein, komm. Ich mach sowas nicht. Ich hab übrigens nur noch 3 Herzen, ne? Sorry. Falls jetzt ein Skelett kommt oder so, ne, ich schieb's einfach mal auf dich. Okay. Da ist ein Skelett, pass auf. Ja. Mystery, das Skelett. Da ist ein Skelett, pass auf. Okay, ich geh besser. Ich mach wirklich was passiert. Im Leben hattest du keine. Das sind Karotten! I can't believe it. Warum ist ein Zombie in meinem Haus? Ah, was soll denn das jetzt? Komm, ich hab voll Englisch. Zombies mögen dich, weil du gerne anderen Spielern schadest. Ich hab jetzt noch gar nicht betrachtet, weißt du? Aber dann müssten sie auch Tim mögen, weil er tötet gerne andere Spieler. Während meiner Anwesenheit, damit ich völlig geschockt und starr vor Angst bin. Schlecht gewesen wäre, wenn ich mitten in der Höhle bin. Egal. Wollen wir mal die Folge beenden? Ja, das war eine Option. Können wir rein theoretisch. Rein theoretisch gehe ich jetzt mal vom Server und sage mal, bis zum nächsten Mal. Nö, oder Mystery. Tschüss. Tschüss.